Paper Mario and the Origami King. Herzlich willkommen zum nächsten Let's Play auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid und hoffe, ihr habt genauso viel Bock wie ich auf dieses Spiel. Es ist erst vor 2 Monaten angekündigt worden und heute ist schon da. Ich freue mich riesig drauf. Vor allem dieser Style von diesem Spiel. Grandios, guckt euch das an, wie cool es aussieht. Wir springen direkt rein. Und schauen uns an, was hier jetzt passiert. Oh, Luigi und Mario im Kart unterwegs. Ist das nicht toll, Bruderherz? Endlich machen wir mal wieder einen Ausflug zusammen. Das Kart fährt wie von selbst und ich kann es kaum erwarten, Prinzessin Peach zu sehen. Ist auch schon viel zu lange her. Und auf dem Origami-Fest wird sicher super lustig. Eine einzige große Party. Juhu! Mann, sieht es hier cool aus. Da wären wir. Toad Town. Und da ist auch der Pilzpalast. Aber warum ist hier niemand? Völlig ausgestorben hier. Wo sind denn alle? Sind wir etwa zu spät? Mario, sehen wir uns noch einmal die Einladung an. Wann sollten wir denn hier sein? Ich lade euch herzlich zum Origami-Fest in Toad Town ein. Es findet dieses Jahr am X des O statt. Eure Peach. Die Party soll also heute steigen? Denkst du, die stecken noch in den Vorbereitungen? Wollen wir es mal im Palast probieren? Vielleicht sind ja alle da drin. Nee, 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 nee. 3, 2, 1, go! Also ich glaube ja nicht, dass die noch in den Vorbereitungen stecken. Weil hier ist einfach keiner, niemand. Das gute alte Schloss. Sieht fast immer noch so aus wie zu Nintendo 64 Zeiten. Fühlt man sich einfach heimisch und die Musik ist nach wie vor die gleiche. Da kommt direkt Kindheitserinnerungen wieder hoch. Einfach schön. Und da wären wir. Der Pilzpalast. Ich parke nur noch schnell das Kart, ja? Ich möchte ungern Geld für den Parkservice ausgeben. Ja klar, hier sind ja auch so viele Leute gewesen, dass wir auch auf jeden Fall einen Strafzettel bekommen würden. Wie das aussieht, so cool. Da kommt er auch schon wieder, Luigi. Tut mir leid, dass du warten musstest. Gehen wir zur Prinzessin. Jo, jetzt können wir uns bewegen. Springen kann ich auch ein bisschen. Mario, wir sollten in die andere Richtung, zum Pilzpalast. Entschuldigung, dass ich mich gerade ein bisschen rumlaufen wollte. Dann laufen wir mal. Hüp, hüp. Mario kann aber nur sehr niedrig hüpfen im Gegensatz zu Luigi. Oh oh. Irgendwie gruselig hier, oder? Und warum sieht man nirgendwo Toads?
Mama Mia! Da habe ich doch glatt unser Geschenk im Kart vergessen. Ich gehe es mal ganz schnell holen. Oh, shit. Das gefällt mir gar nicht. Wie soll ich denn jetzt nach draußen kommen, wenn die Tür abgeschlossen ist? Keine Sorge, Mario. Ich weiß genau, was man in solchen Situationen macht. Mario um Hilfe bitten. Nun gut, ich werde einmal tief durchatmen und den Schlüssel zu der Tür suchen. Das würdest du doch auch machen, oder? Falls du Prinzessin Peach zuerst siehst, sag ihr, dass ich gleich da bin. Bis später dann. Let's go! Let's go! Wah! Wuhu! Yahoo! Und so springen wir rein ins Abenteuer. Bin schon sehr, sehr, sehr gespannt, was uns erwartet. Und vor allem, wenn wir endlich mal der ersten Person begegnen. Ah, Mario. Oh oh. Prinzessin Peach. Wie schön, dich zu sehen. Sie wirkt nicht gerade freundlich. Beantworte mir eins. Ach so, ich sollte ja erzählen. Moment kurz. Findest du nicht auch, dass das Pilzkönigreich entfaltet und zu einem neuen Glanz erneut gefaltet werden sollte? Nein. Und die Toads? Sollte man sie nicht für alle Ewigkeit zum Schweigen bringen? Nein. Ich verstehe. Letzte Frage. Wirst du vor mir einknicken und wie ich neu geboren werden? Nein. Falsche Antwort. Richtige Antwort. Es spielt keine Rolle. Alle deine Antworten sind dünn wie Papier. Leb wohl. Wow. Oh, cool. Spike und Mario? Spektakulärer Auftritt von dir. Nichts zu meckern. Bist du auch wegen des Origami-Fests hier? Ich finde es sehr einladend, dass man uns hier im Verlies warten lässt. Du hast König Bowser auch nicht gesehen, oder? Sie ist ihm gar nicht ähnlich, uns hier einfach so hängen zu lassen. Boah, Mario! Du bist auch hier! Super toll! Ich bin ganz, ganz großer Fan. Ich meine, ich wollte immer schon mal gegen dich kämpfen. Klasse, das ist ja richtig toll aufregend. Ich habe schon Prinzessin Peach gesehen und jetzt auch noch dich. Obwohl ich sagen muss, dass ich mir die Prinzessin anders vorgestellt habe. Nicht so geknickt irgendwie. Ja, jetzt fand sich aber alles auf. Kommt mit uns. Oh, fein. Was kommt als nächstes? Ich habe noch nie einen Toad gesehen. Das ist doch ein Toad, oder? Nein? Du nicht. Na schade. Hoffentlich musst du nicht zu lange warten, Mario. Du wirst sicher auch mal einen Toad aus der Nähe sehen. Oh, armer Mario. Mario. Bist du das? Ich brauche deine Hilfe. Ich bin an einem ganz merkwürdigen Ort. Hier ist es eng und dunkel. So, als wäre ich zwischen den Dimensionen gefangen. Ist jetzt auch nicht unangenehm oder so, aber jetzt würde ich doch ganz gern wieder raus hier. Wenn du also so nett wärst. So, und jetzt können wir hoffentlich endlich mal ein bisschen länger spielen. Toll. Da leuchtet ja jetzt was. Ist das ein Faltkreis? Nochmal ganz langsam, um sicher zu gehen.
leuchtet der Boden unter deinen Füßen, dann ist es ein Faltkreis. Und jetzt musst du nur noch herausfinden, was man damit macht. Faltarme. Ich würde mich jetzt gern hier erstmal ein bisschen umschauen. Hier liegt ein Hammer. Glückwunsch, Hammer. Oh, ich kann mit dem Hammer zuschlagen. Yeah, zack, zack. Wir hauen die Wand ein. Geh kaputt. Schade, dass man die Kisten nicht kaputt hauen kann. Doch, die geht. Und da geht's auch durch. Ah, okay, man kann sie nicht... Man kann sie nur von einer bestimmten Seite wohl kaputt hauen. So, Faltarme. Wow! Du hast es geschafft. Du hast die Macht der legendären Faltarme entfesselt. Meinst du, du könntest sie einsetzen, um mich hier rauszuholen? Taste doch mal die Wand ab. Vielleicht findest du dabei was. Wenn die Arme außer Kontrolle und nicht richtig zentriert sind, drücke L, um sie zurückzusetzen. Okay, Faltarme bewegen. Also ich kann jetzt hier mein Gamepad hin und her bewegen und dann bewegen sich die Arme. Okay, ich muss es auch einfach mit dem Gamepad machen. Möchtest du von vorn beginnen? Nein, möchte ich nicht. Ich würde gerne einfach weiter probieren. Mehr nach links. Etwas nach links und greifen. Zack. Und jetzt darüber ziehen. Das war eine coole Mechanik. Endlich! Befreit aus dieser entsetzlichen Zwischenwelt. Ich meinte vorhin zwar, sie wäre ganz okay, aber das habe ich mir eigentlich nur eingeredet, um nicht in Panik zu geraten. Oh, das war nur diese Wand hier? Du musst Mario sein. Ich heiße Olivia und jetzt willst du sicher alles über mich wissen und warum ich da drin gefangen war. Nur haben wir im Moment leider keine Zeit dafür. Lass uns einen Weg hier rausfinden, bevor wir noch Falten kriegen. Apropos Falten. Mir hat ja nie jemand die Füße gefaltet. Trägst du mich? Keine Füße, also müssen wir sie tragen. So, jetzt können wir hier hinten endlich weitergehen. Ich glaube, ich habe da gerade eine ziemlich gute Idee. Ich weiß nicht, ob meine Einfälle wirklich immer gut sind, aber ich teile sie auf jeden Fall gern mit dir. Wenn du mal nicht weiter weißt, drücke einfach X und ich werde mein Bestes geben, dir zu helfen. Ich bin sicher, wir werden ein tolles Team, auch wenn wir uns noch nicht lange kennen. Hihihihi. Das glaube ich auch, Olivia. Und ich freue mich auch drauf. Und da kommt sie auch schon wieder. Kann die auch mal eine Minute ruhig sein? Also gut. Dann schauen wir mal, wo wir hier eigentlich sind. Ah, definitiv im Schlossverlies. Ich war zwar überhaupt nur einmal in einem Verlies, aber ich glaube, die riechen alle gleich muffig. Okay. Dann laufen wir mal zuerst nach links. Mal noch ein paar Kisten. Ups, ich wollte gar nicht, dass sie rufen. Ui, danke, dass du X gedrückt und mich gerufen hast. Mein erster Hinweis. Oh wei, wie war mein Text? Ich glaube, wir sollten uns beeilen. Ist hier in der Nähe irgendwo ein Weg nach draußen? Wow, danke für diesen Hinweis. Kann ich hier einfach, muss ich hier einfach öfters draufschlagen? Nee. Also die ganz dicken kann ich nicht kaputt machen. Aber die kleine hier... Also guck, manche Kisten kann man zerstören, manche nicht. Öffnen. Die Tür ist verschlossen. Dann schauen wir uns mal rechts um. Können wir die Tür hier öffnen? Auch verschlossen. Hey, Schluss damit! Also die etwas helleren Kisten können wir zerstören, die dunklen nicht. Jetzt reicht's mir aber! Schauen wir mal rein. Ein gefalteter Bowser. Ich weiß schon, was ihr da mit meinen Schergen vorhabt. Aber das könnt ihr gleich mal knicken. Oh oh. Ist das Yoshi? Könnte Yoshi sein. Es war Yoshi. Nee, es ist kein Yoshi, es ist ein Koopa. Beziehungsweise es war ein Koopa und jetzt geht ein Goomba unter die Platte.
Was hast du gesehen? Hoffentlich nichts Schlimmes. Das war der letzte. Fehlt nur noch der mit dem Bart. Oh oh, jetzt gehen sie uns suchen. Vielleicht reicht die Zeit, damit ich das kurz erkläre. Diese Gestalten da, die so einen geknickten Eindruck machen, nennt man Falschschergen. Ich möchte keine Panik auslösen, doch sie sind super gefährlich. Wir sollten versuchen, sie zu meiden. Hm, was glaubst du, was sie damit eigentlich gemeint haben? Du weißt schon, das war der letzte. Der letzte was eigentlich? Hm, vielleicht der letzte Einwohner dieses Dorfes? Okay, die kann ich hier nicht kaputt hauen, aber draufspringen kann ich. Und das bringt mir was hier? Gar nichts. Dann können wir jetzt wahrscheinlich hier reingehen, oder? Jo, Tür ist geöffnet. Dann haben wir nochmal eine Kiste. Und... Hi, Bowser! Mario! Du bist auch hier? Worauf wartest du noch? Hol mich runter! Selbst du weißt, dass man so jemanden vom königlichen Geblüt nicht so schändlich behandelt. Königlich? Oh, schön dich kennenzulernen. Sind in deinem Königreich alle Bewohner nur Gesichter? Weil er gefallen ist. Ich habe auch einen Körper. Der ist nur gerade sehr unbequem um sich selbst gefaltet. Das habe ich diesen geknickten Gestalten zu verdanken. Ich habe aber schon Schlimmeres erlebt. Aber das ist jetzt egal. Ich bin der große König Bowser. Und ich verlange, sofort befreit und entfaltet zu werden. So, Mario. Lass jetzt endlich deine unverschämte Begleiterin links liegen und hol mich hier runter. Bowser befiehlt es dir. Ich würde das gleiche doch auch für dich tun. Du brauchst mich genauso wie ich dich. Gib's zu! Außerdem erzähle ich dir ein Geheimnis, wenn ich frei bin. Einem guten Geheimnis kann niemand widerstehen. Eigentlich habe ich keine Lust, ihn runterzuholen. Hey, jetzt lass mich nicht hier hängen. Hol mich hier runter. Okay, ich werde dazu gezwungen auf jeden Fall. Komm schon! Ich weiß ja, dass wir unsere Differenzen hatten. Aber jetzt musst du mir einfach helfen. Du willst doch auch hier raus, oder? Und die Prinzessin retten. Tja, ohne mich kannst du das glatt vergessen. Okay, jetzt wiederholt er sich. Dann holen wir ihn halt runter. Aufhören! Das ist ja, als würde man ein Pflaster langsam abreißen. Ja, wie soll ich dich schlagen, oder? Komm her, in die Fresse. Und noch ein, und noch ein. Ziehen. Ja, komm schon. Ja. Oh. Oh, ich dachte, ich falte mich einfach wieder auf. Ha, egal. Jetzt mal zum Geheimnis, das ich dir verraten wollte. Dieser Raum hat einen geheimen Ausgang. Ich habe gehört, wie sich diese Falznasen darüber unterhalten haben. Elende, faltige Nichtsnutze. Und jetzt beeil dich und such den Ausgang. Und wenn du von hier entkommst, darfst du mich vielleicht sogar mitnehmen. Guckt euch mal an, wie der Boss herumläuft. Kann ich den ein bisschen mit dem Hammer? Ich kann den platt hauen. Zack, zack, zack. Ist ja geil. Dann hauen wir hier mal die Kisten kaputt. Jo. Dann haben wir hier wieder die Faltarme. Dann suchen wir mal. Aha, hier vibriert noch gar nichts. Ach, hier. Sieht man es doch sogar schon. Siehst du? Wo wärst du ohne mich? Hey, du hast die Faltarme-Technik ja schon richtig gut drauf. Warum ist Mario eigentlich nicht so gesprächig? Der könnte doch ruhig auch was sagen. Was haben wir hier? Ein S-Block. Speicherblock. Ah. Gespeichert, hm? Na, das bedeutet wohl, dass dein Abenteuerfortschritt jetzt gesichert ist. Da bin ich aber erleichtert. Lass uns einfach immer schön speichern, wenn wir einen von diesen schillernden Blöcken sehen. In Ordnung? Ach ja,
Wenn du mal mit Plus das Menü aufrufst, findest du dort alle möglichen Sachen, die dir helfen können. Wenn du verschiedene Optionen ausprobieren möchtest oder nicht weiter weißt, schau einfach mal im Menü unter Zahnrad-Optionen. Sollen wir mal reinschauen kurz? Wichtiges, was haben wir hier? Bewegungssteuerung ein aus. Ich würde die gerne ausschalten. Wobei, bisher hat es mich noch nicht gestört. Wir lassen es mal noch an. Helligkeit, das können wir alles so lassen. Wichtiges ist noch leer. Leer, leer. Cool, es gibt richtige Ausrüstung. Gefällt mir. Karte ist auch noch gesperrt. Info auch noch. Direkt weiter. Die Kisten können wir nicht kaputt machen. Können wir hier... Jo, das geht. Dann schnell den Turm nach oben. Also das Art-Design und die Grafik sieht schon richtig, richtig, richtig gut aus. Vor allem für Switch-Verhältnisse. Richtig cool. Jetzt habe ich leider gerade nicht aufgepasst, was Bowser vor sich her geprabbelt hat. Er motzt wahrscheinlich einfach rum, so wie man halt kennt. Der alte Motzkopf. Oh oh. Oh shit. Gefahrenverzug. Du solltest nicht hier sein. Du weißt einfach nicht, wo dein Platz ist, Mario. Ich werde dafür sorgen, dass du mir niemals entkommen kannst. Geduld, Prinzessin. Es ist alles in Ordnung. Du bist also Mario. Der Held, dem Prinzessin Peach so sehr vertraut, ja? Oh ja, du eignest dich perfekt. So schön glatt, klare Farben. Ich sehe es förmlich vor mir. Also, was meinst du? Nimmst du für die gute Sache ein paar Eselsohren in Kauf? Oder müssen wir knittrig werden? Schließt du dich uns an? Ja oder nein? Auf gar keinen Fall. Ah, nichts anderes habe ich erwartet. Und um ehrlich zu sein, hätte ich es gar nicht anders haben wollen. Sieh dir Prinzessin Peach einmal gut an. So sieht sie viel besser aus. Findest du nicht? Nein. Ah, du brauchst nicht antworten. Bald schon wirst du selbst die Macht des Origami spüren. Faltschergen, zeigt euch. Oh, jetzt kommt die ganze... Oh, der Goomba. Der vorher noch so lieb war, der wird jetzt auch böse sein. So einen Faltschergen habe ich noch nie zuvor gesehen, Mario. Ist das einer von deinen flachen Papierfreunden? Jetzt werde ich niemals einen Tod sehen. Jetzt wird gefaltet! Eine Scharenschlacht. Oh nein! Das ist dein erster Kampf gegen Faltschergen, oder Mario? Diese armen Papierkameraden, Pappkameraden würden zu Origami gefaltet. Und zwar unwiderruflich. Aber so schlimm es auch ist, du musst gegen sie kämpfen. Sonst falten sie dich auch zu Origami. Ich würde dir ja helfen, aber mit meinen kleinen Ärmchen würde ich nicht so viel ausrichten. Und ich will dir nicht im Weg stehen. Ich feuere dich an, aber das Kämpfen muss ich dir überlassen. Viel Glück, Mario. Ordne die Gegner an. Hast du das mitbekommen? Eben hieß es Scharenschlacht. Keine Ahnung, was das jetzt soll. Scharen wovon? Aber das ist erstmal nicht so wichtig. Konzentriere dich zuerst auf diese Gegner, Mario. Apropos Gegner, du wirst von 4 Faltschergen umzingelt. Wo sind denn die anderen 3 plötzlich hergekommen? Wenn die alle gleichzeitig angreifen, sieht es echt übel aus. Hey, ich habe da eine Idee. Wenn du es schaffst, alle 4 in einer Reihe anzuordnen, kannst du sie bestimmt einen nach dem anderen Platz springen. Mhm. Zum Glück können wir mit Hilfe dieser Ringe Gegner bewegen und sie umgruppieren. Also wähle mit Hilfe von linker Stick den Ring aus, den du bewegen möchtest und drücke dann A, um deine Auswahl zu bestätigen. Im Moment tanzt nur ein störrischer Goomba aus der Reihe. Schauen wir mal, ob wir ihn zu dem freien Kreis bewegen können.
Dann gehen wir mal zu ihm. Bestätigen mit A. Jetzt kannst du mit Hilfe von linker Stick den Ring so weit drehen, bis alle Goombas schön brav aufgereiht sind. Drücke dann A zum Bestätigen. Dann machen wir das doch mal. Andersrum ist schneller. Zack. Toll angeordnet. Angriffskraft erhöht. Juhu, jetzt sind alle vier Goombas ordentlich aufgereiht. Wenn du Gegner so wie jetzt richtig anordnest, ist deine Angriffskraft 1,5 mal höher. 1,5 mal höher bedeutet konkret, lass es mich schnell durchrechnen, also, egal. Deine Angriffe werden stärker, also reihe die Gegner immer schön auf. Alles klar, gleich können wir diese Goombas plätten. Bist du nicht auch schon aufgeregt, so aufgeregt wie ich? So, wir können jetzt hier wählen. Noch gar nichts. Dann wähle mal mit linker Stick ein paar Stiefel aus und bestätige mit A, um deinen Angriff zu starten. Also, wir hätten jetzt hier einen Hammer, mit dem treffen wir wohl nur zwei Ziele. Und wenn wir die Stiefel nehmen, dann springen wir auf die Gegner drauf, die in einer Reihe stehen. Und das machen wir jetzt. Mario tritt in Aktion. Wah! Wuhu! Yahoo! Sehr schön, Mario. Das war ja unglaublich. Ich hatte ja hohe Erwartungen an meinen ersten Mario-Sprungangriff. Aber der war ja noch besser, als ich dachte. Du hast alle vier Goombas mit nur einem Sprungangriff außer Gefecht gesetzt. Siehst du, was ich meine? Gegner aufzureihen lohnt sich. Oh, da kommen nochmal welche. Ui, das sind ja noch mehr. Bei manchen Kämpfen lauern anscheinend mehrere Scharen von Gegnern. Scharenschlacht kommt also nicht von ungefähr. Aber wenn letzte Schergenschar erscheint, ist es wohl fast schon geschafft. Halte durch, Mario. Diese Typen sind ein bisschen anders angeordnet. Vielleicht ist es jetzt mal an der Zeit für einen Hammerangriff. Ordne die Gegner an. Mit dem Hammer triffst du einen kürzeren, aber breiteren Bereich. Okay, da trifft man quasi die vier Felder vor einem. Die mit Kreis markierten Felder zeigen dir, wo dein Hammer trifft. Ich wette, du kannst alle vier Fallschirgen mit Hilfe der Ringe so anordnen, dass du sie erwischt. Alles wie gehabt, mit linker Stick wählst du einen Ring aus und mit A bestätigst du das Ganze. Also, wir wählen diesen Ring, drehen diese in diese Richtung. Sehr schön! Du hast sie so schön ordentlich angeordnet, dass du dadurch auch deine Angriffskraft auf das 1,5-fache gestiegen ist. Endlich, jetzt kannst du zeigen, was du mit dem Hammer drauf hast. Also wähle mit linker Stick den Hammer und bestätige dann mit A. Hammer und go for it. Mario tritt in Aktion. Und yippie. Weg sind sie. Hast du das gesehen? Plopp. Ey, genau so hatte ich mir das vorgestellt. Plätten mit Mengenrabatt. Aber nur, wenn die Gegner richtig angeordnet hast. Sprung- und Hammerangriffe haben jeweils ihre eigenen perfekten Anordnungen. Denk also gut darüber nach, wie du deine Gegner anordnest, wenn du deine Angriffe planst, ja? Wuhu, Schlachtboni! Abschlussboni, Ordnungsbonus, Unversetztbonus und Scharenschlachtbonus. Wir haben 466 Münzen bekommen. Na gut, du hast also deinen ersten Goomba besiegt. Bravo! Ich kann dir versichern, dass er bei weitem nicht die gefährlichste Kreatur hier ist. Es ist wohl an der Zeit, dieser Farce ein Ende zu bereiten. Oh oh. Nein, er verwandelt sich in... Oh, es ist Olli. Der Origami-König. Bruder! Nein, das kann nicht sein. Ich wollte nicht glauben, dass du dahinter steckst. Wie oft habe ich dich gebeten aufzuhören? Bitte! Du musst aufhören, und zwar jetzt! Warum könnte Mario dich nicht einfach in der Wand lassen, in die ich dich gesteckt habe? Schwesterherz, wenn du dich mir in den Weg stellst, kann ich dich nicht an meinen Ruhm teilhaben lassen. Familie hin oder her. Oh, und ganz nebenbei. Ich bin nicht länger Olli, dein Bruder. Ich bin König Olli. Wenn ich hier fertig bin, ist auch der letzte dieser erbärmlichen Toads säuberlich gefaltet. Und Bowsers mickrige Papierhandlanger werden mir
als Fallschirgen dienen. Ich werde die ganze Papierwelt nach meinem Willen beugen, falten und knicken. Zu einem neuen Origami-Königreich. Oh shit. Rette uns! Komm schon! Und wo ist Luigi? Nein! Oh shit, was passiert jetzt in dem Schloss? Wie er einfach das Schloss aus der Erde reißt. Nein, Luigis Mütze. Oh, wow. Es ist aber nicht weit geflogen mit dem Schloss.